Servus zusammen, wir sind jetzt gerade. Servus zusammen, wir sind jetzt gerade aufgestanden und haben schon gefrühstückt und Takt jetzt gerade begonnen. Deswegen machen wir jetzt ein kleines Stretching-Workout, Lukas und ich. Und was gibt's Besseres mit so einer geilen Aussicht? Richtig geil. Besser geht's gar nicht so, in den Morgen reinzustarten. Und wir nehmen euch auf jeden Fall heute mit. Ich bin gespannt, was wir machen. Deswegen, let's go. Stretching ist jetzt vorbei und fühlt sich auf jeden Fall alles deutlich lockerer an und geschmeidiger. Deswegen geht's jetzt mit Gleichgewichts- und ein bisschen Reaktionstraining weiter. Wir sind jetzt fertig, wir sind jetzt aus dem Haus. Wir machen jetzt eine 20 Kilometer Wanderung am Meer. Bin ich mal gespannt. Geil, Alter. So eine Aussicht vorne. Lukas, film mal bitte. Sieht schon mega geil aus. Kann man sich einfach hinhocken und einfach die Dinge genießen. Das machen wir jetzt mal. Also nicht mal Stuhl in die Richtung. Einfach richtig. Also mein Plan ist es jetzt, einfach mal da runter zu gehen. Weil dann kommen immer lustige Szenen. Damit schlage ich dich jetzt morgen. Meine geile Supermoto. Let's go da. Also, gib ihm, Alter. Schreddy. Hat Horsepower. Let's go. Wir sind jetzt gerade fertig geworden mit den Sachen richten, weil wir gehen morgen Supermoto fahren in Mora de Ebre. Und ich bin echt mal gespannt, wie ich mit der Supermoto zurechtkomme, weil für mich ist es das erste Mal. Und seid auf jeden Fall gespannt. Der Tag geht hiermit zu Ende und morgen nehmen wir euch auf jeden Fall wieder mit. Let's go! Der Tag ist doch nicht vorbei, weil Lukas und ich sind jetzt auf die spontane Idee gekommen, ein bisschen Go-Kart zu fahren, weil wir zufällig an einer vorbeigefahren sind. Und ihr hört schon im Hintergrund, deswegen, jetzt wird ein bisschen gekartet. Let's go! We'll be right back.
Was ein krasser Typ, ey, oha. Der fährt jetzt erstmal hier und bricht meinen Rekord und so. Die drin alle. Ja. Alle ausgerastet. Also. Kartfahren ist vorbei mit LS2-Helm. Ja, ich würde mal sagen, war auf jeden Fall ein geiler Abend und ein spontaner geiler Abend. Ich glaube, am Ende war ich jetzt Fünfter in der Top-Liste. Von daher, dafür, dass ich da jetzt das erste Mal war und insgesamt, glaube ich, dreimal gefahren bin, war das echt gut. Und deswegen bin ich noch heißer auf morgen Supermoto fahren. Let's go!